5, 4, 3, 2, 1, fallen! Jawohl! Jawohl! Viele große Projekte in letzter Zeit gemacht. Und Mozartstraße ist ein schöner Lückenschluss für das gesamte Fernwärmekonzept der Stadt Gotha. Ich denke, das klappt hier gut. Wir hatten ja hier den Verdacht im Ostbahnhof nochmal Fliegerbombe, der sich Gott sei Dank nicht bestätigt hat, muss ich sagen. Man hat ja immer wieder Überraschungen hier. Auch in so einer Baustelle. Ein paar große Objekte sind angeschlossen. Wie gesagt, die Reierschule war ein Hauptobjekt. Ein Hauptobjekt war aber auch das Prinzenpalais. Wir hoffen sehr, dass auch hier das Finanzgericht jetzt demnächst rankommt. Und hier ist ja noch ein Objekt, was in der Entwicklung ist. Hier die ehemalige EDV-Abteilung der staatlichen Verfügung der DDR. Liegt jetzt auch ein Bauantrag vor, um dort Wohnen zu schaffen. Auch das hoffen wir, dass wir das noch dieses Jahr bescheiden können. Ja? Also dann hätten wir dann einen weiteren Anschluss daran. Wie gesagt, auch die Privaten haben die Möglichkeit, sich anzuschließen. Dafür werden unsere Stadtwerke noch lukrative Angebote unterbreiten.